In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt in Arkaden mit Hakan. Und Hakan, oh, das ist mega streitig. Hey ihr Lieben, ich bin jetzt bei meiner Mama. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich gekauft, ich habe nicht viel gekauft, ehrlich gesagt. Ich hatte ja voll viel bestellt bei Ernstings Family. Ich habe aber über die Hälfte zurückgegeben. Und ja, die Frau an der Kasse war total genervt, aber sie meinte sogar, ich soll die beiden Tüten mit nach Hause schleppen und mich dann da umschauen, was ich behalten will und was nicht. Und ich meinte, nee, ich schleppe jetzt keine zwei Tüten nach Hause, wenn ich nicht alles mitnehmen möchte, wo ich weiß, das habe ich schon gekauft im Laden. Ja, und es gab ein paar Sachen, die ich in Größe 50 bestellt habe. Und meine Mama meinte, das kannst du direkt zurückgeben, das brauchst du nicht. So, für die Kleine haben wir gekauft so ein Set. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube 4 Euro. Einmal mit einem Buddy. Was ist denn da drauf? Ein Sausier mit einer Mütze. Die Mütze sieht aber ganz groß aus. Das ist übrigens Größe 68 und dazu die passende Hose. Voll süß, guck mal, hinten am Popo. Einmal das. Dann habe ich für mich so ein Zweierpack BHs gekauft bei H&M. Die waren reduziert auf 10 Euro. Ganz normal. Dann nochmal in Beige. Ein anderes. Dann für Lina hatte ich das bestellt. Das hat 3,99 Euro gekostet. Ich finde das ganz schön. Ich liebe ja die Qualität von Ernstings Family. Und noch so ein Overall in Größe 104, aber ich denke mal, das passt ja erst nächstes Jahr. Das hat 5 Euro gekostet. Das war's. Dann habe ich mir noch Guthaben gekauft und gleich wollte ich mir die 3 CDs von 50 Shades of Grey kaufen. Ich gehe gleich mit meiner Freundin zu Kaufland. Mal schauen, ob ich das dann da finde. Blu-ray funktioniert ja bei uns nicht. Deswegen kann ich nur normale DVDs kaufen. Linus, hier bin ich. Hi, Schatzi. Mama. Wir gehen jetzt gleich, ja? Sollen wir dir Shampoo kaufen? Nein. I don't need it. Ich checke it. Anna, nicht checken. Stimme. Ja, Anna, ne. Ja. Mama schläft. Wir haben Pizza gemacht. Ja, ich habe Sodbrennen irgendwie. Ja. Genau, ich warte jetzt auf meine Freundin, die kommt in 15 Minuten und dann gehen wir auch. Sonst gibt's nichts. Tada, da sind wir wieder zu Hause. Ja, wir haben heute Sonntag und wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Sonntag sage ich, wir haben Samstag, tut mir leid. Willst du ein paar Stück essen? Moment. Moment, ihr Lieben. So. Oh. Ja, ich war mit meiner Freundin eben kurz in den Arkaden. Vorher war ich mit meiner Mama in der Stadt. Und Lina war mit meiner Mutter in der Zeit, wo ich mit meiner Freundin weg war. Wir waren auch nicht lange weg. Wir waren für eine Stunde weg, weil sie wollte ein paar Babyshower. Deko anschauen für die Babyshower. Für eine Freundin und ja. Es war aber zu teuer. Für 8 Teller, 4 Euro finde ich ein bisschen zu viel. Sie bestellt das jetzt im Internet und ich habe ich euch erzählt, dass ich die CDs gekauft habe. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich habe euch auch alles gezeigt. Dann hatte ja Lina, meine Freundin wollte jetzt zu uns kommen, hat sie aber zeitlich nicht geschafft. Achso, Lina hat übrigens noch das hier bekommen von mir, von Cars, die Sticker. Stickers. Ich habe euch ja erzählt, dass ich ihr von Elsa und von noch irgendwo eins geholt hatte und ich habe Lina versprochen, dass sie was bekommt von mir, weil ich jetzt rausgegangen bin. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe ihr dann halt so einen Heliumballon mitgenommen von Elsa. Und meine Freundin hat ihr auch so eine volle Tüte geschenkt mit voll den süßen Sachen. Einmal hat Lina bekommen diese Tasche hier mit einem Schmetterling, voll süß. Dann diese Haarclips. Das
ist voll dunkel, ne? Dann einmal die Haargummis mit den Hasen, voll süß. Und einmal von Hitchstart das hier. Das war, die hatte das schon 3 Monate lang oder so. Sie wollte, wie gesagt, zu uns, aber sie hat halt 2 Jobs gehabt, deswegen konnte sie nicht vorbeikommen. Sie hat mir das dann heute mitgegeben und Hakan hat mir das gekauft, voll süß. Ja, da steht Lina drauf. Nein, aber... Ja, Dai hat dir das gekauft, ne? Da. Was denn? Da. Sollen wir das an deine Tasche dran machen, Bruder Takalama? Ja, Bruder Takima? Ja. Und ich chill heute. Okay. Okay, warte, hier ist ein Papierstück drin, das kann ich nur rausholen. Ja, falsch, ne? Ja, toll hast du das gemacht. Pack. So, dann mit dem Kronenbütschkart. So. Wow. Du siehst toll aus. Zeig mal die Tasche. Dreh dich mal um. Wow, sehr schön. Arbeit. Ja, das kannst du morgen mitnehmen, wenn wir rausgehen, ja? Okay, du gehst jetzt auch gleich schlafen. Genau, und sonst gibt es nichts. Wir waren in der Stadt, wir haben nichts gefunden, ey. Es gibt einfach nichts in der Stadt. Ach ja, das war es auch. Mehr gibt es nicht. Aber der wollte uns eigentlich morgen abholen, weil der musste heute länger arbeiten. Wir haben heute eine neue Öffnung gehabt im Laden. Aber meine Mama hat mir angeboten, dass sie uns nach Hause fährt. Und sind wir mal ehrlich, zu Hause ist es am schönsten, oder? Ja, und dann Gesundheit! Und dann haben wir auch morgen mehr Zeit, weil dann muss Auden uns nicht erstmal abholen von Mama. Dann können wir was mit Lena unternehmen und am Abend schauen wir dann 50 Shades of Grey. Ich habe schon Sonnenblumenkerner gekauft und Fanta Exotik. Ja, wir kaufen hier gar keine süßen Getränke mehr, aber das musste jetzt sein. Sonst ist eigentlich nichts. Hier noch spülen, sehe ich gerade. Oh, da hat sich was Kleines zu essen gemacht mit der Pfanne. Das mache ich auch jetzt. Oh, und mein Kleid nervt so. Es ist so warm zu Hause. Aber ich will jetzt auch nicht die Balkontür aufmachen wegen Lina, weil ich Angst habe, dass ihr Ballon wegfliegt und dann bin ich schuld, ne? Ja, naja. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf und dann weiß ich nicht, wie lange der Vlog geht. Ich muss mal schauen. Wenn er zu kurz ist, dann nehme ich euch morgen weiter mit und wenn nicht, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Aber ihr seht das ja dann, ne? Also entweder bis gleich oder bis morgen. Oder bis übermorgen. Tadadada, meine 2 HelloFresh-Box ist da. Endlich. So. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Ich lasse mich immer überraschen. Man kann ja auf der Seite sehen, was drin ist. Aber wir lassen uns immer überraschen. So, da haben wir einmal buntes Kokosgemüse-Curry mit Bohnen, Chili, Champignons und Jasminreis. Das hatten wir mal, das schmeckt richtig, richtig gut. Dann haben wir hier Pilzburger, die hatten wir auch, ich glaube sogar bei der letzten Kooperation. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Mit Creme Fraiche war das, genau. Ja, Schatz, okay. Und danach rauchiges Ratatouille mit Hirtenkäse und Knoblauch-Bruschetta. Also darauf freue ich mich am meisten. Ich liebe ja, wir lieben ja Knoblauch. Ja, da bin ich mal gespannt. Und hier sind dann halt noch Tipps, wie man zum Beispiel hier Pink Sour machen kann. Mit Himbeer, Küst, Holunderblüte. Und hier steht dann drin, was man alles dafür braucht. Die Box ist dieses Mal ein bisschen größer. Hier ist auch das Brot drin. Das packen wir mal aus. So ihr Lieben, heute gibt es bei uns rauchiges Ratatouille mit Hirtenkäse und Knoblauch-Bruschetta. Und ich fange jetzt auch direkt an zu kochen, das sieht so lecker aus. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Und, Moment, ich zeige mich mal selber. Ich habe gerade geduscht. Ich wollte euch nochmal darauf hinweisen, dass der Code natürlich auch in Deutschland, also in Deutschland und in der Schweiz gültig ist. Ja, ich blende euch den jetzt ein, weil einige das nicht gesehen haben. Und unten in der Infobox ist das auch immer verlinkt. Also ihr könnt unten in der Infobox die Homepage zu HelloFresh finden. Und ihr könnt aber auch HelloFresh auf der Instagram-Seite folgen. Da posten die auch immer wieder die Rezepte. Und das sieht immer so lecker aus. Und wenn ihr auf deren Seite dann geht, dann seht ihr auch die Rezepte, was wo reinkommt und wie lange das dauert und alles Mögliche.
Ja, ich koche das jetzt. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Und was ich richtig cool finde, das ist nicht so deftiges Essen. Also für den Sommer finde ich das voll perfekt, weil im Sommer kann man eh nicht so deftiges essen, weil es so warm ist und ich habe noch nicht so viel Hunger. Und ja, Fotil hat mich auch gefragt, welche Box ich bestellt habe dieses Mal. Ich habe jetzt dreimal die vegetarische Box bestellt. Also ihr könnt natürlich auch die Classic-Box bestellen, da ist Fleisch mit drin. Und es gibt auch die Thermomix-Box. Also ihr könnt euch da aussuchen, welche ihr wollt. Ich muss aber auch noch sagen, dass der Rabattcode nicht auf die Obstboxen gilt. Also das gilt nur auf die Kochboxen. Ja, ich verlinke euch das wie immer unten in der Infobox, sorry. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die ruhig unten reinschreiben. Ich weiß, dass einige von euch die Box schon mal bestellt haben und dass ihr die auch gut findet. Ja, ich finde 30% sind echt viel und meine Mama bestellt die übrigens jetzt auch für nächste Woche. Und ich bin mal gespannt, wie die das finden wird. Sie hat letztens die Box gesehen und meinte, da ist nur Frisches drin. Ja, ist ja auch alles frisch, ne? Und alles schön eingepackt. Genau, ich koche jetzt und danach sehen wir uns gleich wieder.